Hallihallo Leute und damit herzlich willkommen zurück im nächsten Part zu meinem Let's Play zu Stranger Things 3 The Game, dem Videospiel zur dritten Staffel von Stranger Things. Wir befinden uns gerade auf dem Weg in Billys Erinnerungen und müssen mal gucken, wo er ist. Mal gucken, ob wir das herausfinden werden in diesem Part. Da sind Stühle. Ich habe halt keine Ahnung, wo er ist. Da sind Türen. Ha, wir haben es perfekt. Pulsare! Pulsare! Oh nein! Das sind ja die Attentäterratten! Ich hab keine... Nein, ich hab keine Cola mehr. Die Coke ist leer, Leute. Die Welt geht unter. Boah, ich hab keine Dingens mehr, ey. Boah, jetzt stirbt doch mal endlich, ihr Dinger. Gott. Oh. Da ist noch so ein scheiß Blob auf dem Boden, ey. Da oben ist Billy, ich hab ihn gesehen. Gott sei Dank, Leute. Ihr glaubt gar nicht, was das für ein Hackmeck jetzt war, diese scheiß Stelle da oben zu finden. Da ist noch so ein riesen Blob. Aber gut, dass der Blob nichts machen kann, ey. Machen wir fertig. Hättest du mich nicht suchen sollen. Oh mein Gott. Ja, sicher! Das schaffe ich nicht. Die machen zu viel Schaden, die Gegner. Ach so. Boah. Er baut etwas für dich. Er baut etwas für mich. Es kommt. Er kommt. Er will euch alle umbringen. Ja, geil. Ich hab... Holzstoß. Zu verbarrikadieren der Fenster brauchst du zwei Holzböden. Zwei Holzböhlen, Bohlen. Alles klar, dann gehen wir mal draußen gucken. Fabrikadiere die Fenster. Oh mein Gott. Ja, ich werde... Ah, Leute, ich muss abhauen. Scheiße. Oh nein, ich muss weg. Oh Gott. Oh Leute, dafür bin ich nicht gewappnet. Oh mein Gott. Oh mein F-Gott. Dafür habe ich nicht genug Ressourcen, ey. Da muss ich kurz Ressourcen verholen. Und dafür muss ich kurz meine Charaktere wechseln, weil sonst schaffe ich das nicht. Alter, alles klar. Was ist am wichtigsten? Coke, 3 Stück. So, kann ich kurz noch irgendwie so noch 20 Cent kriegen, bitte? Oh mein Gott, Leute, ohne Spaß, ne? Das Spiel fordert gerade sehr viel an Gegnerkraft. Mein Gott. Was wollte ich holen? Ach, eine Coke. Boah. Alles klar, ey. Auf den Schreck erstmal die Kopfhörer leiser machen, ey. Mein Gott. Das Spiel wird immer hektischer und ich werde auch immer nervöser. Boah. Aber ist voll geil. Mir gefällt's. Alles klar. Nancy, du bist dran. So. Abstechen, abstechen, abstechen. Ich muss daran denken, dass Max ja auch einen Sanitäter hat. Ne? Ja. Max ist der Sunny. Gott. Aber so viele Leute sind das gar nicht mehr. Nee. Aber das waren gerade sehr, sehr viele Blobs in Billys Erinnerung. Ne? Oh mein Gott. Alter. Und schon, töte sie alle. Und zack, abgestochen. Kümmere dich schon mal drum, ich mache hier ein paar Holzbretter mit. So. Ach, mach hin.
Danke. Und im nächsten Part werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich mal, wenn wir im nächsten Part anfangen, dass ich auf jeden Fall ganz viel Geld gesammelt habe, Leute, auf jeden Fall. Das sage ich jetzt schon. So, zack. Muss schnell die Fenster barrikadieren, ey. Ich komme noch ein paar Ressourcen. Ah, geil. Ein paar Ressourcen noch hier rauszuholen. So. Bereite dich darauf vor. Bereite dich auf einen Kampf vor. Verbarrikadiere die Tür. Ich bin noch nicht so weit. Bereite dich auf einen Kampf vor. Verbarrikadiere die Tür. Boah. Ich würde sagen, ich bin für den Kampf bereit, ja. Oh, jetzt gleich kommt der Mindflare und reißt Eleven durch die Decke durch, ne? Oh ja. Oh mein Gott, es geht los, Leute. Seid ihr bereit? Da ist der Mindflare. Er will Elf holen. Kritisch. Und kritisch. Was hat das Ding vor? Da ist es. Ich habe keine Ahnung, was das gerade sollte von Nancy, aber okay. Mach du das, Jonathan, ich kümmere mich um diesen Tentakel hier. Alter, das geht gerade richtig ab. Aber ich glaube, ich habe schon versagt, glaube ich, weil ich war nicht schnell genug. Ja, bin gestorben. Scheiße. Alter. Ja, kann sein, dass ich dafür vielleicht noch viel zu schwach bin. Ja, versuchen wir es aber nochmal. Ja, geil. Ich bin schon direkt... Ich hab mich Schatz direkt erwischt, Leute. So. So, perfekt. Das andere Ding kann der Jonathan für sich kümmern, ey. Ah, ich kann das wieder verbarrikadieren. Ach so, okay. Perfekt. Und verbarrikadieren und weiter geht's. Immer schön die Leben im Auge behalten. Oh nein. Weg da, weg da. Oh Gott. Und abstechen und tot. Und... Nein. Und abstechen und tot. Und dieser Tentakel auch noch. Und noch eine. Komm. Das machen wir. Komm schon, Leute. Das schaffen wir. Jawohl. Oh Gott, ich brauch... Ich brauch Max. Verhindere, dass die Hütte zusammenfällt. Oh mein Gott! Ja, das war's. Oh mein Gott! Ja, ich habe kein Geld mehr, Leute. Ja, das war's. Ja, das war's.
Scheiße. Oh, fröhliches Sterben, Leute. Ich glaube, einen Versuch machen wir noch. Ich glaube, das schaffe ich einfach nicht. Ich habe zu viel wenig Dingens, Leute. Na komm, einmal versuche ich noch. Wenn ich das wieder nicht schaffe, dann werde ich kurz in Pause machen und wäre dann offscreen mal eben aufstocken, Geld sammeln, ein paar Sachen kaufen, basteln und alles Mögliche machen dann. Darum seid ein bisschen nachsichtig mit mir. Ich mache einfach, glaube ich, zu wenig Schaden. Vielleicht sollte ich mal überlegen, vielleicht eine andere Taktik aufzufahren und nicht immer mit diesem Betäuben hier. Weil das scheint ja irgendwie nicht immer zu funktionieren. Ne, ich glaube, ich versuche mal was anderes. Alter, ich hab grad 500 Schaden gemacht, ey. What the fuck? Oh Gott, da kommt wieder ein Ding runter. Oh nein, die Hütte bricht wieder zusammen. Nein! Alter, Leute, was geht hier gerade ab? Ja. Alter, mach ich kaputt das Ding. Oh Gott, ich hab nicht genug Holz! Alter, ich hab's geschafft! Es ist vorbei! Oh nein, die hat sich am Bein verletzt. Genug! Die Hütte ist nicht sicher, wir können nicht bleiben. Alter, ich bin so tot, ey. Ich bin sowas von tot. Alter. Ey, ich bin mehr als tot, ich bin mausetot, ey. Alter. Alter. Ja, ich glaube, ich werde mich, glaube ich, jetzt erstmal... Alter. Alter. Leute, ich glaube, ich werde frühzeitig den Part, glaube ich, noch mal eben kurz über beenden. Und ich bin fürs Finale, bin ich überhaupt nicht bereit. Da werde ich, glaube ich, offscreen jetzt kurz mal eben ein bisschen Geld und alles farmen. Alter. Ich glaube, ich werde offscreen dann auch dieses Ding bauen, womit ich viel mehr Geld bekomme. Weil, ganz ehrlich, ich bin nicht bereit. Ich brauche viel mehr Ressourcen, wenn ich wirklich in das große Finale reingehe. Weil wenn ich jetzt gerade schon Probleme hatte, muss ich mir eine andere Taktik überlegen.
Vielleicht sollte ich die Taktik mit Steve mal probieren. Und die Gegner mal ein bisschen verlangsamen. Vielleicht könnte mir das ja helfen. Ein bisschen Zeit gewinnen. Allgemein mal nachgucken, weil es gibt so viele verschiedene Arten, wie man... Oh, was ist denn da? Habe ich die Kiste da oben schon mal aufgemacht? Oh, da war gerade Geld, da war Geld drin. Cool, Leute. Da waren ein paar Geldscheine drin. Ja, die können wir ja perfekt gebrauchen jetzt. Boah, Alter. Ich bin sowas von tot gewesen fast gerade, ey. Aber dass ich das geschafft habe, war gut, ey. Ich habe mich einfach darauf konzentriert, Schaden zu machen, anstatt die ganze Zeit zu betäuben, was eigentlich nur unnötig ist. Weil das halt meine Energieressourcen echt krass verbraucht, sowas, naja. Das habe ich gemerkt. Also, ja, vielleicht ist Nancy doch kein so guter Charakter, damit zu spielen. Vielleicht soll ich ein bisschen mit Elle spielen und mit Steve. Oder vielleicht Elektrizität. Vielleicht mag Fleisch Elektrizität ja nicht, ne? Mein Flair besteht komplett aus Fleisch. Kann sein, dass das vielleicht was bringt. Gott, ey. Alter. Ohne Spaß, Leute. Das ist richtig übel. Ja. Na gut, dann würde ich kurz mal sagen, dann gehe ich ganz kurz noch eben Verbandskästen eben kaufen. Das Spiel hat auch gespeichert, perfekt. Das heißt, so kaufe ich mir kurz sowas hier und alles. So, alles klar, Leute. Da würde ich mal sagen, dann beende ich den Part hier kurz ein bisschen früher als sonst. Und wenn ihr dann im nächsten Part wieder einschalten werdet, was ich auch hoffe, obwohl dieser Part sehr... stressig war, sagen wir es mal so. War ziemlich stressig. Hoffe ich trotzdem, dass ihr im nächsten Part auch wieder einschalten werdet. Ja, Versprecher for the Rim sind immer witzig, aber egal. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Mal dann auch wieder dabei. Zum einen Let's Play zu Stranger Things 3 The Game. Zu 100% zur Serie der dritten Staffel von Stranger Things. Tschö, Leute.